Das Übertragungsrisiko von der Mutter auf das Kind sich ganz maßgeblich auch reduziert hat und wirklich jede HIV-infizierte Frau, sofern sie auch bereit ist, eine Therapie einzunehmen, das Risiko für ihr Kind absolut minimieren kann, ist die Lebenserwartung heutzutage für einen HIV-infizierten Menschen eine annähernd normale Lebenserwartung. Und wenn ein Patient eine antiretrovirale Therapie einnimmt, und eine wirksame Therapie, diese regelmäßig einnimmt, sodass die Wirksamkeit gegeben ist, keine anderen Geschlechtserkrankungen vorhanden sind, dann ist auch das Risiko, die Infektion auf den Partner weiterzugeben, minimiert.